So will ich. Ja, weißt du, das ist einfach, das ist die Frage überhaupt, wie groß kann eine denken und wie groß kann sie sich denn da oder wie kann sie sich denn dahin coachen, dass sie einfach groß denkt, egal was ist im Außen. Genau, und hier bin ich wieder mit der lieben Susi Mück. Hallo, hallo, ein neues Video aus der Coaching-Szene, der Divine Creation-Szene von den Master of Divine Creation und Master of Divine Healing, weil hier geht es um unsere göttliche Wahrheit, hier auf diesem Erdboden endlich mal zu leben. Und die Susi hat es schon gesagt, wie komme ich dahin, dass ich kapiere, dass ich keine kleine, beschränkte Mensch, Maus bin Person, eine Maus. Maus, Maus, Person, Menschelein. Ja. Ja? Weil ich es doch mein ganzes Leben lang gehört habe, dass das Mangel herrscht. Das Mangel herrscht und aus diesem Grund heraus muss ich eine Entweder-oder absolut bestes Preis-Leistungs-Verhältnis Entscheidungsleben führen. Ne? Ja, genau. Und dieses Denken aus Führt. dem Herzen. Und Genau. das Geile ist ja, ich höre ja immer wieder von diesen Money-Coaches, von denen es da draußen ja einen Haufen gibt, ist auch ein wichtiges Thema, weil um Geld geht es ja eigentlich nie, sondern es geht darum, was denkst du über dich, was denkst du über dein Leben und halt auch noch Geld. Und die Money Coaches sagen immer, du musst ganz, ganz, ganz teures Coaching kaufen von mehreren 10, 100.000. Je teurer das Coaching ist, das du kaufst in Bezug auf dein Geld, auf dein Business oder was auch immer dein Anliegen ist, desto mehr kannst du selber für dich kreieren. Ja, Hat ein Quäntchen Wahrheit, hat würde ich sagen, hat tatsächlich was, ja. hat ein Quäntchen Wahrheit, ist aber nicht die ganze Wahrheit. Ne? Das stimmt. Es ist nicht die ganze Wahrheit. Es ist ein Tool, also es ist ein Tool, weißt du? Also die benutzen praktisch ihr eigenes Coaching in der Werbung als Tool, also dass es so teuer ist, als Tool, dass du in ein Reichtumsbewusstsein halt reingehst, so nach dem Motto, ja, also das bin ich mir jetzt echt wert, ja. Das bin ich mir wert. Und dieser Schritt ist eigentlich das Wertvolle. Dieser Schritt ist genau das Wertvolle, aber es ist nicht die Bedingung. Nein, ich sage ja, Du man kann auch kannst anders auch verdammt sein. nochmal richtig fett, stinkend, nicht stinkend, gut riechend reich werden. Ja. Also präferiere gut riechend reich werden, ohne eine einzige Bedingung und auch ohne diese Bedingung. Sondern du musst einfach das sein, wofür dir diese Bedingung die Erlaubnis gibt. Genau. Das ist Ja, es. das Du ist kannst arm es. sein wie eine Kirchenmaus. Du kannst nicht wenig investieren wollen. Du musst halt in diese Lehre, in diese Ausbildung deines Schöpferseins investieren. Ja. Diese Lehre, dieses Wissen erwerben, Ja, genau. dann einsetzen, umsetzen, daraus zu leben und dann im dritten Schritt mit diesem Wissen dein Leben gestalten in allen möglichen Variationen. Ja. Liebe, Geld, Anlagegüter, Beziehung, Business. Dann fängst du an zu gestalten mit diesem Wissen. Ja, Das ist es. das ist so wichtig, dass das klar ist, dass das in allen Bereichen immer wieder dieselben Fragen sind. Im Grunde ist es egal, du kannst einen herausnehmen, pars pro toto, also das, also als Beispiel. Du kannst aber auch sagen, nee, das ist ja Mainstream, nicht Mainstream, Mindset, Entschuldigung, ne, manchmal kommen Ja, wir genau. durcheinander. Es ist ja das Mindset, um was es eigentlich geht, ne? Und bei mir passiert, oder mir ist es auch oft geschehen, dass ich dann in einen anderen Bereich halt switche, was weiß ich, wenn meine Aufmerksamkeit da halt gefordert ist. Und dann vergesse ich praktisch das, was ich eigentlich
in einem anderen Bereich schon längst erarbeitet habe mir. Verstehst du? Deswegen ist das so tricky. Das muss wirklich, und es ist gut, dass du sagst, es sind alle Bereiche. Alle Bereiche haben denselben Grundsatz. Genau. Was bin ich mir wert? Was ist mein Wert? Was ist meine eigene Überzeugung über mich selbst? Und das ist das Wichtige. Das ist das Wichtige, dass ich das kapiere und dass ich nicht mich abhängig mache von egal welche Bedingung, welcher Coach, welcher Anbieter einem sagt, du musst aber das vorleben. Ja. Und quasi vortun. Ja. Aber das Tun ist ja so irrelevant, weil das Sein ja so wichtig ist. Ich muss lernen, mir erlauben, reich zu sein, ohne in der Lage zu sein, im Moment die Investments eines Reichen zu tun. Genau, genau. Ja, das ist richtig, das ist genau richtig formuliert. Und das ist ja, ich finde es so toll bei der Scobble-Shin. Ja, das ist ja meine Lieblings gerade. Ne? Die ist halt immer präsent, gerade auch mit Geld, weil es kommen ganz, ganz viele Geschichten über Geld. Sie wurde so oft aufgesucht, um bitte sprecht das Wort, ich brauche Geld, übermorgen komme ich in den Knast, wenn ich das Geld nicht habe, solche Sachen, ja, oder also richtig, auch lebensbedrohliche Situationen, also lebensbedrohlich, aber bedrohlich eben, und sie sagt, sie wird auch nicht müde, es hat keinen Wert zu sagen, ja, aber ich habe ja das Geld nicht, ja, wo soll denn das Geld herkommen, also so wie du sagst, so, ich muss es schaffen, nicht in dieses gezeigte Äußere zu gehen. Aber das ist eben etwas, das muss eine schon lernen. Aber diese dazu braucht man schon eine Anleitung. Das ist schon sehr hilfreich, wenn dir jemand sagt, wie geht denn das jetzt? Absolut. Und wenn du halt so funktionierst, dass du sagst, ich lerne besser oder ich bleibe mehr dran und ich gebe mir mehr Mühe, wenn es teurer ist. Mhm. Um Gottes Himmels Willen, kauf teuer. Ja, das war... Wenn du wirklich, es geht ja nur darum, was du glaubst. Ja, genau. Wenn du glaubst, das ist ja wie bei Joe Dispenza, also nicht in seinem Buch über das Placebo. Wenn ich glaube, dass mir etwas hilft, dann ist es wichtig, dass ich es nehme. Genau. Dann schlucke ich die Ibuprofen, wenn ich glaube, dass die tatsächlich Schmerzen lindert. Und wenn dann kaufe ich ein Coaching für 100.000 Euro, wenn ich glaube, dass mir das zum besten Erfolg hilft. Ja. Aber wenn ich glaube, dass es mir vielleicht helfen könnte, weil es scheinbar irgendwelchen anderen geholfen hätte, aber ich mir nicht sicher bin, dass es bei mir halt auch so ist, Finger weg. Weißt du was? Man bräuchte eigentlich ein Coaching zur richtigen Auswahl des Coachings. Ja, genau. Verstehst du? Damit du überhaupt mal das Coaching brauchst du gar nicht, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ja. Lerne, um was es geht, lerne es anzuwenden und wende es bedingungslos an. Genau, das ist mir jetzt auch nochmal klar geworden, da am Dienstag, wo ich meinen Challenge-Text da gesprochen habe, wie ich selber zugehört habe, wo ich dann sage, es ist ihm gut, du brauchst gar nichts von niemandem. Du bist ja schon, also du hast alle Werkzeuge ja auch in dir. Und du tust es ohnehin. Ich glaube, das ist auch das Allerwichtigste, was ich kapieren musste. Ich muss eigentlich gar nichts lernen. Also die Art und Weise des Erschaffens tue ich immer schon. Ich kam raus aus meiner Mutter und dann fing ich an zu erschaffen. Das ist nichts, was mir jemand beibringen muss. Das ist so wie Atmen, ja. Atmen hat mir auch niemand beigebracht. Das ist einfach zack und dann atme ich. Und genau so ist es eigentlich auch mit diesen Dingen. Das kann ich. Die Frage ist jetzt halt, die du dir ja vor allem auch gestellt hast, oder immer wieder kommt die Frage, immer wieder, dass ich einfach irgendwie mir nicht bewusst bin, dass ich es tue. Genau. Und dann immer wieder zweifelst. Und dann immer wieder denkst, ich muss probieren, ein Schöpfer zu sein. Mhm. Ich muss probieren, etwas zu manifestieren. Vergiss probieren. Mhm. Es gibt kein Probieren. Da kann man probieren, das geht gar nicht. Du kannst nichts probieren. Das ist aber auch ganz heilsam und wir haben es da auch im Coaching schon davon gehabt, in deiner wunderbaren Gruppe, die Frau, die alles hat, dass man wirklich gewisse Worte einfach streicht aus dem Wortschatz. Die bringen dich nirgendwo hin. Dazu gehört probieren.
vielleicht, entweder oder, eigentlich. Also es gibt so eine ganze Liste von Worten, die man wirklich, also wenn man es sich selber aussprechen hört, sagen muss, oh, bin schon wieder total auf dem falschen Dampf. Also ich kann sie aussprechen, aber es hat keine Wirkung. Ja, und oder es nimmt sogar Wirkung weg. Das muss genau. Auch wissen. Es nimmt Wirkung, Weg. Wenn du dir zum Beispiel sagst, das, ich weiß nicht, kennst du die Vera F. Birkenbiel? Die finde ich ja auch super. Die hat sich da auch dazu geäußert. Sie hat gesagt, es wird nichts bringen, wenn du dir ein Ziel setzt und du sagst, ich werde abnehmen. Ja, gibt ja viele, die das auf ihrer Agenda auf Platz 1 haben. Ich werde abnehmen, würde dich nirgendwo hinbringen. Warum? Weil es eine Zukunftsform ist. Du musst immer im Jetzt formulieren auch. Deswegen klappt das mit dem Probieren nicht. Probieren ist ja auch etwas ewig probieren. Ja, du wirst es schaffen, es zu probieren. Aber du wirst es nicht an sich schaffen. Du wirst es halt probieren. Und wenn du etwas nicht weißt, dann wirst du es halt nicht wissen. Und wenn du etwas nicht kannst, dann wirst du es halt nicht können. Und wenn du etwas nicht hast, dann wirst du es halt nicht haben. Ja, ich sage, das ist immer wieder das. Und selbst wenn du es hast, ja, wenn du trotzdem noch einer bist, in einem Seinszustand, in einem Gefühlszustand, in einem Lebenszustand, wo du es nicht hast oder nicht bist, dann nützt auch nichts, dass du Milliarden in Coachings investierst. Ja. Oder was auch immer. Ja. Dann bist du halt einfach eine, die es nicht hat, die es nicht kann, die es nicht kriegt, aber Milliarden für Coachings investiert. Ja. Ja, im Grunde ist das ja mit allen Sachen so. Keine Ahnung, willst du zum Beispiel Golf spielen lernen, ja? Du willst so gut sein wie Tiger Woods und du gehst auf den Platz und nimmst dir den besten und den teuersten Lehrer, kriegst aber nicht hin. Hallo? Es nützt nichts. Niemand kann für dich diesen Ball schlagen. Genau. Und dann geht es noch darum, dann stellst du dir vor, wie sich Tiger Woods fühlt als Tennisprofi. Das ist ja mal schon mal ganz, ganz gute Sache, dass du dir das vorstellst, ja? Und dann stellst du dir vor, ja, aber der Tiger Woods, der hat ja so viele Skandale auch erlebt und eigentlich wirklich glücklich ist er ja auch gar nicht. Und dann haben alle Ansprüche an dich und dann und dann und dann und dann. Ah, das sind wieder die, ja. Und dann kommt wieder diese Story und dann sagst du dir, also richtig gut golfen, so richtig auf absolut High-Level-Niveau. Nee, das will ja keiner. Und ja, so ein Leben wie der Tiger Woods will ich halt auch nicht. Ja. Und dann geht es halt darum zu sagen, ja, aber wenn ich diese Schuhe vom Tiger Woods mal sauber mache genau. Und mein göttliches Golfprofi sein, diese Schuhe, die auf dem absoluten Top-Level des Golfsports stehen, reinsetze. Wie geil ist das denn? Mhm. Was für eine Vorbildfunktion habe ich? Wie glücklich und erfüllt kann ich sein? Mhm. Was kann ich alles bewegen? Wie viel Golfschulen kann ich aufbauen? Wie kann ich den Leuten Freude über Golfsport vermitteln? Und so weiter und so fort. Ich muss doch nicht das nehmen, was ich dem Tiger Woods in die Schuhe schiebe und auf den Lauf projiziere, um mir klarzumachen, dass ich jetzt nicht hier der absolute Hammer im Golf werden will. Ja, da sind wir ja wieder an dieser Stelle, das hast du ja schon mal aufgelöst. Wenn solche, wie nennt man das, Vorsätze oder Rattenschwanzsätze, die an etwas dranhängen, wenn ich die nicht bereinige, dann komme ich nirgendwo an. Nirgendwo. Ob das jetzt Golf ist oder Geld ist oder es ist oder ein Auto ist oder sonst was, das ist egal. Wenn hinten immer noch so unterschwellige Automatikprogramme es verhindern, es ist eben so. Aber es ist eben so und ich lerne es halt immer mehr und immer mehr, dass es wirklich um das geht, was wir machen in der Frau, die alles hat, dass eben jede Frau selber sich zu der Frau macht, die alles hat und einfach nichts mehr braucht. Ja. Und weil sie sich selber handeln kann, weil sie sich selber führen kann, weil sie sich selber coachen kann. Ja. Und weil sie sich das Leben leicht macht, weil sie sich Hilfe und Unterstützung von anderen Frauen, die alles haben,
holt und die das kapieren, die in diesem Mindset drin sind und ja, wo es nicht darum geht zu sagen, du musst noch was lernen und du bist noch nicht gut genug und ja, weißt, da hast du halt noch ein kleines Manko, da solltest du halt schon noch ein bisschen mehr und Was mir ja, so auf den Sack geht, wenn ich das irgendwo wirklich wieder höre oder auch wahrnehme, wo ich dann einfach denke, Patricia, du musst es nicht mehr wahrnehmen, du musst auch da nicht mehr hinschauen, das muss nicht mehr deine Welt sein, es muss nicht mehr deine Realität sein. Ja, das ist doch toll. Das ist einfach wichtig, aber andersherum muss ich es halt auch immer wieder mal kurz hingucken, um hier ein Video zu machen, um zu sagen, du musst es nicht. Mhm, genau. Das ist nicht Bedingung, es gibt keine Bedingung, wenn dir irgendeiner was verkaufen will, um zu, kauf es einfach nicht. Nee. Also das Wichtigste ist wirklich, was du gerade gesagt hast, was auch in unserem Coaching da so wichtig ist. Ich lerne oder ich kann mich selbst coachen. Das ist eigentlich, ja, das ist ja, im Grunde ist es ja schon immer die Grundprämisse für wahres Lernen gewesen, oder? Hat man doch früher an der Uni schon immer gesagt, Patricia, oder? An der Uni lerne ich im Grunde nur zu lernen. Ganz genau. Also ich lerne nicht wie in der Schule, bam, bam, bam. Ach ja, genau, vielleicht ist das, kann man das so zusammenfassen. Es gibt Coachings, das ist wie in der Schule und es gibt Coachings, da ist es wie an der Uni. An der Uni bringst du dir selber bei, Inhalte zu erarbeiten. Ne? Und sie umzusetzen, einzusetzen und zur Wirkung zu bringen. Genau, und in der Schule kriegst du was eingehämmert und kannst es oder kannst du dann nicht. Also, und dann kannst du es halt dann anwenden und so weiter und so fort, aber es ist nicht im Kontext. Und da war ich halt auch schon immer diejenige, die gesagt hat, das ist nutzlos, wenn ich Zeugs lerne, was ich nachher nicht mal weiß, wie ich es anwenden soll. Und ich glaube, darum geht es auch bei uns in der Gruppe und im Coaching, dass du wirklich lernst, das anzuwenden und nicht nur zu konsumieren, sondern das Wissen. Und das habe ich, glaub es oder nicht, aus meiner staatlichen Skilehrerausbildung hier in der Schweiz gelernt. Erwerben, erwerben, anwenden, gestalten. Ja, da kannst du mal sehen. Das ist mehr wert als alles, was ihr je in der Schule gelernt habt. Ganz genau. Hm. Und aufgrund übrigens von dieser Ausbildung als staatlich geprüfte Skilehrerin mit eidgenössischem Fachausweis, wie sie in der Schweiz heißt, habe ich, wo ich noch angestellt war als Marketingdozentin an der Tourismusfachschule, bin ich höher qualifiziert worden. Mhm. Also die haben das auch anerkannt. Die haben das krass anerkannt, weil eben diese ganze Methodik und Methodik, wie heißt es? Methodology, ja, Methodik heißt es ja genau. Ah, darum geht's. Ja, ja, genau. Und das, wenn du etwas wirklich meistern möchtest, dann musst du es erwerben, dann musst du es anwenden und nachher musst du mit dieser Anwendung musst du ganz viele Sachen gestalten, gestalterisch wirken. Gestalten heißt ja nur kreieren. Ja. Mhm. Das heißt ja, ich kreiere was hier. Und genau um das geht es. Diese drei Schritte musst du lernen. Und dann kannst du alles machen. Dann kannst du Skifahren lernen. Ich habe es gelernt. Diese Schritte habe ich gelernt, um Skifahren Leuten Skifahren beizubringen. Mhm. Und jetzt bringe ich Leuten ihr Schöpfertum bei. Genau mit diesen gleichen drei Schritten. Im Grunde ist es dasselbe, ja, hast du recht. Weil es immer dasselbe ist. Also es ist bei allen Dingen, die du in deinem Leben lernen willst, so. Und du kannst, und das Wichtige bei unserem Fach jetzt hier, ist es ja eigentlich, dass du wirklich begreifst, dass alles hier rauskommt. Weißt du, und das sich selber beizubringen, also das einfach zu bemerken, oder wie das musst du halt erstmal richtig fett erwerben. Und wenn du es mal erworben hast, dann musst du es anwenden und musst merken, das wirkt. Genau. Dann und wenn du gemerkt hast, das wirkt, dann gestaltest du es für Geld, für Partnerschaft, für Familie, für Business, für alles. Genau. Und das ist doch eigentlich toll, wenn man das mal so zusammenfasst. Das bringt ganz genau die Frau, die alles hat, Coaching raus. Dass du, jede von uns wurde beigebracht, das auf diese Art zu kapieren erstmal.
dann wirklich es auszuüben und dann wirklich zu gestalten. Und wenn du das dann einmal schaffst, auch in deiner echten Beobachtung, was dir im Leben geschieht, zu sehen, dann hast du die Meisterschaft im Grunde schon erreicht. Dann kannst du es anwenden. Klar, dann kommt das, was die Ute heute so schön gesagt hat in ihrer Challenge, willst du mehr. Dann willst du mehr, weil das dein innerer Antrieb ist, weil du möchtest ja die Perfektion erschaffen und nachdem Perfektion genauso ein Wort ist wie Unendlichkeit, ist es einfach immer noch ein Draufsetzen. Natürlich. Immer sich noch mehr zu erfahren in noch mehr. Und dann kommt die menschliche, strukturierte, manipulierte, bedingte Verstand daher und sagt, du Gierige, bist nie zufrieden. Ja. Unersättlich. Unersättliche du. Also da kann ich nur Esther empfehlen, hört euch Esther an, weil die sagt klipp und klar, und das ist so. Wir sind ja da, immer weiter und mehr zu wollen, weil das ist die Natur des Universums. Immer mehr, 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 mehr. Also jetzt wirklich mal unabhängig vom Menschen. Wenn keiner mehr kreieren würde, was wäre denn dann? Ja, wir haben in der Steinzeit stehen geblieben, oder was? Gar nichts gäbe es dann. Manche meinen ja, man muss wieder in die Steinzeit zurück, in die Einfachheit, weil sie das als Bedingung sehen, um in deine Schöpfung wieder reinzukommen. Aber wir leben in einer Welt, wo du das tun kannst. Hallo? Wie kannst du auch machen. Wenn das für dich die Bedingung ist, in der Steinzeit zu leben, dann lebst du wie in der Steinzeit. Die Mormonen leben ja auch noch irgendwie mit ihren Kutschen und so weiter und so fort. Kannst du alles jeder haben. Jeder darf nach seinem Gusto glücklich werden. Also das ist eine große Errungenschaft. Wenn das dein Gusto ist, dann nimm's. Aber wenn es deine Bedingung ist, lass die Finger davon. Ja. Und dann haben wir ja schon öfters gesagt, das Tolle ist ja die Auswahl, die Versionenwahl. Ja? Ich kann ja jede Version, und ich kann sie auch in diesem Leben, kann ich x Versionen von mir sein. Das ist ja auch mehr und mehr und mehr und mehr. Ohne das mehr gäbe es, also mit H geschrieben, gäbe es das einfach nicht. Alles nicht. Es ist das Prinzip dieser Welt, dieser ganzen göttlichen Ordnung, dass es einen Schöpfer gibt, der Bock hat zu schöpfen. Ganz genau. Und das bin halt ich. Ja, genau. Aber der Weg dahin ist eigentlich das Einzige, das du halt einmal machen musst. Und dann hast du ja auch Ruhe, dann brauchst du auch kein Coaching mehr, dann lebst du einfach mit deinem Göttlichen. Ja, und dann lässt du dich aber von anderen Göttlichen noch mal mehr inspirieren und noch mal mehr, noch mal eine Stufe höher in deine Verkörperung reinhelfen. Ja, reinhelfen. Früher hat man es halt vielleicht irgendwie anders benannt, aber es war schon immer so, dass es um das geht. Und wenn es halt hier keine Bewertung mehr gibt, keine Bewertung und keine Bedingung, dann kannst du dich voll ausleben und du wirst dich nicht im Negativen ausleben wollen. Das entspricht nicht deiner göttlichen Natur. Ja. Diese ganzen negativen Geschichten und Ausleben und Kreationen, die passieren ja nur sozusagen, weil der Mensch sich noch nicht bewusst ist, also weil er noch nicht weiß, wer er wirklich ist. Weil er es noch nicht... Aber insgesamt kommen wir der Sache ja jetzt schon ein bisschen näher. Also mir auf jeden Fall, mir kommt es so vor. Ne? Wir kommen auf jeden Fall näher und näher und näher. Ja, dass die Bewusstheit schon da ist und dämmert, das hat mit mir zu tun. Weißt du, wenn du das jetzt schon mal hast als Grundlage, dass du beobachtest, was dir passiert draußen, hat mit mir zu tun. Ich glaube, das ist der aller wichtigste Anfangsschritt, oder? Würdest du mir recht geben? Das ist der allerwichtigste Anfangsschritt und deswegen bist du da draußen jetzt auch hier und hörst uns zu. Ja, genau. Und aus diesem Grund gibt es folgende Dinge, die vielleicht für dich auch hilfreich sein könnten. Und zwar, es gibt die Challenge in der Facebook-Gruppe Divine Creation. Wie heißt sie denn überhaupt? Hilfe, Susi? Divine Creation. Divine Creation heißt deine Gruppe. Heißt Divine Facebook, genau, Divine Creation. Und da ist jetzt diese Woche noch jede Challenge gratis, wer du wirklich bist, zu hören. Gratis. Mhm. Am Sonntag schließt die Gudrun diese Challenge ab. Dann habt ihr 7 Videos für wer du wirklich bist aus 7 verschiedenen Perspektiven. Hammer, Hammer. Und dann
werden die Videos aber wieder runtergenommen und werden ausschließlich in dem Programm Die Frau, die alles hat, zu konsumieren sein. Die kann man nicht kaufen sonst, die gibt es nur in dem Programm. Genau. Weil das nützt dir alles nicht so wahnsinnig viel, wenn du nicht weitergehst. Wenn du nicht weitergehst und sagst, ja, ich gehe jetzt hier meinen Schöpferpfad und verkörpere dieses Schöpfersein. Ich bin bereit. Und wenn du eine Frau bist, dann musst du logischerweise als Endergebnis die Frau sein, die alles hat. Geht nicht anders. Die alles ist und alles hat. Genau. Und wenn du alles bist, dann hast du alles. Genau. Darum geht's. Aber das Endding ist, du hast dann alles. Und deswegen höre ich auch nicht auf, mit zu sagen, das Programm heißt Die Frau, die alles ist, weil ich möchte dich dahin bringen, dass du hier alles hast, dass du alles verkörperst, dass du das Manifest von allem bist. Darum geht's. Darf ich noch dazu sagen, dass man das eben auch nicht vergessen darf? Wir sind ja hier auf die Erde absichtlich gekommen. Und die Erde ist eben etwas Materielles. Genau, und ich möchte mich in der Materie erfahren. Genau. Und so viele sind jetzt hier im spirituellen Bereich unterwegs, ja, und versuchen da alles im Spirit zu handeln und zu machen und zu tun. Und es geht auch um die Verkörperung, es geht um die Erfahrung, es geht darum, wie erfahre ich mich als dieses göttliche Geschöpf in diesem göttlichen Körper, mit diesen göttlichen Ansichten, mit diesem göttliche Sichtweise, was hört mein göttliches Ohr, was fühlt mein göttlicher Körper, das muss ich lernen. Genau. Und diese Art des Materialismus ist die höchste Spiritualität. Wow. Ganz genau. Und dafür sind wir halt jetzt nun mal hier und da können wir uns schreien, sträuben, können wir machen, was wir wollen, können es scheiße finden. Es ändert nichts an der Tatsache. Es ist ja dann später eh so, wir werden den Körper wieder verlassen. Und dann sind wir froh, wenn wir dieses Spiel auf diesem materiellen Planeten mit all seinen wundervollen Gaben gelebt haben. Und nicht nur so einen münzi-münzi kleinen Teil. Sondern bam, alles halt. Alles werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, weil es ist unendlich viel. Aber zumindest das, was für meinen menschlichen Verstand alles ist. Und es wird halt auch immer mehr, das alles. Genau. Und bei vielen Menschen, die kannst du dann damit abholen, dass, wenn ich sage, ja, aber ich möchte doch so, es gibt so tolle, geile Orte auf dieser Welt und die möchte ich sehen, riechen, dort sein, meine Füße da draufstellen, in dem Wasser baden. Verstehst du? Das ist alles Materialismus. Alles. Alles. Und ob ich da jetzt erste Klasse hinfliege oder mit dem Fahrrad oder sogar laufe, a gusto, a gusto, nach deinem Gusto. Genau, so ist das. Und Stückle im Fahrrad, Stückle erste Klasse im Flugzeug, Stückle mit dem Bus, alles a gusto. Ja. Das ist so wichtig, also diese Erde, die kommt da irgendwie dann zu kurz, so nach dem Motto, da stimmt ja auch was nicht. Also die muss man ja auch reparieren, diese Erde. Aber die ist doch wundervoll. Genau. Und ich glaube, das ist ein wundervoller Abschluss für dieses Video hier. Ich kann nur noch sagen, die Frau, die alles hat, du kannst einsteigen und wenn du jetzt im Juli einsteigst, bis zu meinem Geburtstag, den 24. Juli, kriegst du von mir noch ein 1:1 Coaching dazu geschenkt. Sind die gut, meine Coachings? Die sind sehr gut, die sind sehr gut. Kann ich für jeden empfehlen, ja. Und die Coachings bei der Susi sind auch super und die Coachings bei all den Mentorinnen sind super. Und du hast nicht nur mein 1:1 Coaching dazu, sondern eben auch noch eine von den 6 anderen Mentorinnen klebend an deiner Seite, wo du einfach nur sagen musst, hey, ich habe da was. Können wir mal gucken? Können wir das mal aus dem Weg räumen? Können wir es aus dem Weg räumen? Stört mich gerade, das nervt mich gerade, das ist gerade unschön. Ich hätte es gern anders. Ja. Und dann wirst du kurz begleitet dorthin, wie es halt so ist, wie du es gerne haben möchtest. Genau. Und es ist so schön und es ist so einfach und es ist jetzt noch auch so erschwinglich, weil es ist ja unbezahlbar, was du hier kriegst. Ja, es ist wirklich, wirklich unbezahlbar. Und
nimm es, solange es günstig ist, weil wir wachsen in unserem Mindset und deswegen wächst auch unser Geldbewusstsein, dass wir einfach sagen, ja, Geld ist ja da, ne? Ist ja da, ist ja überall da, wir kriegen uns überall Geld, also sind wir auch dabei, uns mehr Geld zu erlauben. Da arbeiten wir dran, das kann ich dir versprechen. Und deswegen steig ein in den Bus, verstehst du, das ist der Bus. Steig jetzt ein, solange er vor deiner Tür hält, vor deinem Portemonnaie. Steig ein und mach dein Portemonnaie größer und steig nachher in den nächsten Bus ein. So ist es doch eigentlich, oder? So ist es, ganz genau so ist es. So ist es. Sehr gut. Also, ja. Dann verabschieden wir uns hier jetzt mal. Tschüssi. Tschüss.